Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Die Naschzentrale. Jetzt ist ja auf Facebook und Co. überall gerade die Erdbeertorten-Challenge und wir haben uns gedacht, dann stellen wir uns und machen die genialste Erdbeertorte. Und möchtet ihr unser Ergebnis sehen, dann bleibt jetzt dabei und ich würde sagen, legen wir los. Sobald wir Beeren für unsere Desserts verwenden, geben wir diese separat in eine andere Schüssel. Somit liegen sie nicht aufeinander und halten dadurch länger. Für unseren Biskuit brauchen wir Eier, Salz, Zucker und Mehl. Als erstes schlagen wir unsere Eier mit dem Zucker und dem Salz schön cremig. Durch den Dotter braucht ihr auch keine Angst zu haben, dass sich die Masse überschlägt. Und sobald die Masse schön hell ist, können wir auch schon das Mehl sieben, denn dieses brauchen wir jetzt gleich zum Unterheben. Durch das Sieben lockern wir das Mehl gut auf und verhindern auch somit, dass Verunreinigungen vorhanden sind. Sobald ich jetzt das Mehl zur Masse beigebe, heißt es immer schön bewegen, sonst könnten Mehlneste entstehen und das wollen wir vermeiden. Jetzt so lange vorsichtig unterheben, bis man die richtige Konsistenz der Masse erreicht hat. Das Ganze wird jetzt dünn auf eine Silbermatte aufgestrichen und bei 180 Grad für ein paar Minuten gebacken. Achtet beim Aufstreichen darauf, dass es wirklich schön gleichmäßig ist und jedes Verwenden der Palette etwas Luft aus der Masse schlägt. Sobald wir dann fertig sind, können wir das Ganze auf ein Blech heben und dann auch schon in den Ofen geben. Sobald der Biskuit beim Backen am Rand leicht braun wird, ist er auch schon fertig und kann aus dem Ofen gegeben werden. Um den Biskuit jetzt von der Silikonmatte zu lösen, bestreue ich das Ganze noch mit Kristallzucker, lege da auf ein Backpapier, drehe das Ganze jetzt um und ziehe dann die Silbermatte ab. Um jetzt dem Biskuit etwas Feuchtigkeit zurückzugeben, haben wir etwas selbstgemachte Erdbeermarmelade darauf gestrichen und diese für circa eine halbe Stunde einziehen lassen. Falls euer Törtchen mehr Säure haben sollte, könnt ihr natürlich auch Himbeer- oder Ribiselmarmelade dafür verwenden. Dann können wir auch schon mit dem Einteilen beginnen. Unsere Formen sind 10x10, sollten also eure Formen größer oder kleiner sein, passt ihr einfach diese Größe an. Sobald ich alle Biskuitböden ausgestochen habe, gebe ich jetzt zwei übereinander und dann können wir auch schon mit den Einsätzen beginnen. Hierfür verwende ich auch eine Vorratsplatte, die perfekt in meinen Tiefkühler passt und diese erleichtert mir auch das Herumtragen der Dessertformen. Dann beginne ich jetzt mit dem Halbieren der Erdbeeren. Ich achte jetzt darauf, dass diese die gleiche Größe haben. Jetzt nur noch die geschnittenen Erdbeeren mit der Schnittfläche nach außen an die Form legen, wie im Video gezeigt, und dann können wir auch unsere Creme schon herstellen. Und für unsere Creme brauchen wir Gelatine, Zucker, Stärke, Milch, Obers und Eier. Als erstes lege ich die Gelatineblätter in kaltem Wasser ein. Dann gebe ich etwas Milch, die Stärke und den Dotter zusammen. Die restliche Milch und den Zucker kann ich erst aufkochen lassen und dann zur Stärkemischung beigeben. Normalerweise benutze ich diese Methode bei größeren Mengen, da die Vanillecreme dann nicht anbrennt. Jetzt die ganze Flüssigkeit wieder in den Topf geben und die ganze Creme noch weiter abziehen. Sobald alles schön cremig wird, ist die Stärke vollkommen verkleistert und kann somit in ein anderes Gefäß gegeben werden. Jetzt nur noch die Gelatine beigeben und dann ist unsere Vanillecreme auch schon fertig. Da ich nicht möchte, dass unsere Vanillecreme eine Haut bekommt, kann man die Oberfläche mit Klarsichtfolie bedecken. Sobald unsere Vanillecreme dann gut abgekühlt ist, kann ich auch schon überschlagen. Sobald diese schön fest ist, gebe ich die Vanillecreme bei und rühre alles gut ein. Und dann kann auch schon mit dem Füllen der Erdbeertörtchen gestartet werden. Hierbei ist es wichtig, wirklich genug Creme zu verwenden, denn diese werden wir später an die Ränder verstreichen und sollten hierbei Lücken entstehen, kann man diese nicht mehr ausbessern.
Sobald ich dann alle meine Formen vorbereitet habe, gebe ich jetzt noch 1-2 Esslöffel kleingeschnittene Erdbeeren in die Mitte. Das Ganze muss jetzt natürlich noch gut verschlossen werden, darum presse ich etwas Creme auf die Oberfläche und ziehe hierbei die überschüssige Creme mit einer Palette schön ab. Dann kommt auch schon das Ganze für 1-2 Stunden in den Tiefkühler. Für die Oberfläche habe ich mich für einen Tortenguss entschieden. Dazu gebe ich noch 1/3 der Menge an Erdbeeren und mixe das Ganze gut durch. Nach dem Mixen sollte man das Ganze kurz stehen lassen, somit hat man weniger Luftblasen nach dem Spiegel. Dann können wir auch unseren Spiegel auf unsere Törtchen geben. Hierbei ist es wichtig, gebt euer Törtchen ein paar Minuten vorher schon aus dem Tiefkühler. Somit sind euer Törtchen nicht ganz so kalt und ihr habt ein bisschen mehr Zeit, um euren Spiegel schön auszufertigen. Und somit sind auch unsere Erdbeertörtchen schon fertig. Und mir bleibt nur noch zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen und hinterlasst auch einen Daumen nach oben, wenn dir mein Video gefallen hat. Und man sieht sich beim nächsten Video. Thank you.